und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Heute ist Freitag und heute reden wir über das Thema Sommerloch. Sommerloch, die Zeit, wo wichtige Entscheidungen getroffen werden, aber keiner darauf achtet, weil parallel gerade Toni Kroos ein Tor geschossen hat. Ja, Sommerloch. Ich weiß, das klingt jetzt voll aus der Verschwörungsecke, aber ich weiß noch, als ich kleiner war, damals, als ich noch so jung war und die Augen noch gestrahlt haben und ich noch nicht wusste, was Umweltsünden sind. Damals, als ich noch nicht wusste, wie man einen Hasen hält. Und damals, als ich noch kleinere Locken hatte und noch tatsächlich gedacht habe, dass die Zahnfee jederzeit zurückkommt und mir wieder Geld unter das Kissen legt. Tja, heutzutage weiß ich, dass gar nichts mehr davon so ist. Heute weiß ich, wie man einen Hasen hebt, aber... Tja, so ist es halt mit dem Erwachsenwerden. Als Kind merkt man bloß vom Sommer, dass man mit den Eltern irgendwo hinreist. Zum Beispiel nach Italien und der arme kleine Jungs war noch eine Scheune. Entschuldigung. Oder dass man zu Hause bleibt und der Vater in ein Erdloch fliegt. Und das Witzige an der ganzen Sache ist, als mein Vater damals ins Erdloch trat, hat meine Mutter mir das erste Mal jemals vom Sommerloch erzählt. Ja, und dann dachte ich, das sei Sommerloch. Aber was es dann wirklich ist, das habe ich dann erst Jahre später rausgefunden, weil ich weiß noch, damals war irgendeine WM oder EM, ich weiß jetzt nicht mehr welches von beiden, Fest-Events-Dingern, wie auch immer. Und ich weiß noch, dass damals im Bundestag irgendein ganz, ganz, ganz wichtiges Gesetz entschieden wurde und keiner darüber berichtet hat, weil irgendwie der Fußball so viel wichtiger war und ich mir gedacht habe, holla. Und ich weiß noch, dass ich damals schon angefangen habe, so ein bisschen im Internet zu lesen und ich es damals dann als Schlagzeile gelesen habe und gedacht habe, interessant, aber irgendwie mir nichts dabei gedacht habe. Und ja, dann bin ich etwas älter geworden und es war wieder eins dieser EM, WM, Feste, Events, wie auch immer. Und dann damals habe ich dann schon mehr gelesen und dann gab es schon wieder so ein Gesetz, das entschieden wurde, ohne dass es irgendjemand bemerkt hat. So im Prinzip von, wer ist dafür, wir alle, weil wir eh da sind, supi, durchgewunken. Keine Diskussion, gar nichts. Und ich mir dann damals, als ich es dann das erste Mal so auch bewusst gesehen habe, weil damals hat es Phoenix übertragen, im Fernsehen, da habe ich mir gedacht, wieso erzählt es eigentlich keiner? Ich glaube, das wäre schon wichtig, dass die Leute wissen, was da gerade bestimmt wurde. Und dann ist es jetzt dieses Jahr so, jetzt bin ich fast 25 und jetzt soll dieses Gesetz bestimmt werden. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, wie es heißt. Es tut mir leid, es ist ein bisschen schwierig mit mir und den Namen und so weiter und so fort. Aber ich weiß wenigstens, das erste Grundgesetz ist, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und irgendwo könnte vielleicht dann noch drinstehen, die Vergesslichkeit von Elena ist legendär. Ja. Ja, und auf jeden Fall weiß ich, dass es so ist, dass durch dieses Gesetz sehr viele Leute, die in der Medienwelt leben, jetzt schon total da der Aufschrei ist und ich das eben merke anhand dessen, dass ich eben viel Zeit auf YouTube verbringe und viele YouTuber sagen, das geht doch gar nicht, weil dann können wir keine Memes mehr veröffentlichen, dann können wir viele Projekte nicht mehr verwirklichen und so weiter und ich mir dann schon denke, ist eigentlich schon krass, wenn man sich überlegt, dass man Ärger kriegen könnte dafür, dass man einfach nur ein Foto veröffentlicht. Und ja, dieses Gesetz soll jetzt bestimmt werden im Bundestag. Und zwar während des Sommerlochs und während der WM. Also, ich weiß, jetzt werden mich viele Leute... also ich muss jetzt sagen, ich nehme das Video jetzt gerade am Montag auf. Also ich weiß noch nicht, wie das Spiel ausgegangen ist. Aber ein Teil von mir wünscht sich ganz ehrlich, dass die deutsche Nationalelf dieses Mal aus der WM rausfliegt, damit dieses Gesetz nicht mehr so untergeht. Damit die Leute ein anderes Thema haben müssen als die WM und wir vielleicht mal wieder mehr erfahren über das, was in der Außenwelt passiert. Weil ich habe gerade auch, wenn man gerade Nachrichten guckt, habe ich so das Gefühl, die Informationsteil ist, eine Geschichte Informationen, wie zum Beispiel also die Wahl von die Wahl in der Türkei und 5% davon Fußball, so nach dem Motto,
der und der hat gegen den und den gespielt und das und jenes ist passiert. Und ich persönlich muss sagen, wenn ich etwas über Fußball wissen will, gucke ich mir Sportschau an. Aber wenn ich Nachrichten haben will, wenn ich wissen will, was in der Welt da draußen passiert, gucke ich Nachrichten. Und ich guck keine Nachrichten, um zu wissen, was im Fußball passiert. Und ich finde es gerade so, ja, so komisch, wie viele Sachen, wenn man im Internet recherchiert und einfach mal liest und einfach mal nicht nur eingibt WM, sondern auch mal vielleicht solche Sachen wie, was passiert in der Welt. Dann bin ich teilweise erschrocken, was alles passiert und was alles nicht erzählt wurde, weil eben mehr Zeit damit verbracht wurde, es mehr oder weniger die WM zu berichten. Und ja, ich finde es einfach für mich persönlich so etwas, wo ich sage, ich finde es schön und gut, wenn man schöne sportliche Events hat. Ich wünsche mir auch, da, mal abgesehen von den Nachrichten, dass die deutsche Nationalelf bis ins Finale vorrückt und vielleicht wir unseren Titel verteidigen können. Ich wünsche mir, dass jeder, der die WM guckt, seinen Spaß hat. Und ich gönne es auch jedem, der Spaß hat. Aber ich gönne es niemandem, dass wir die ganzen Nachrichten im Prinzip sich nur noch um Fußball, CSU und CDU oder um gar nichts mehr drehen. Und ich würde einfach mir gerne mal wieder, ich würde einfach gerne wieder wissen, was ich wissen muss, was alles passiert wird, welche Gesetze bald kommen, was alles, wo man vielleicht tatsächlich mal eine richtige Demo dagegen machen sollte, weil es nicht so eine Sache ist, wo man einfach nur sagen sollte, ja, schön, das wird dann halt bestimmt, aber heute Abend ist Public Viewing. Sondern ich finde für mich, dass das wichtig ist, dass wir informiert werden und dass wir sagen können, okay, wir wissen, was da passiert, aber es ist uns egal, weil Fußball läuft, aber dass wir zumindest wissen, was passiert und dass vielleicht diese wichtigen Entscheidungen, so Entscheidungen, wo man wirklich sagen muss, es sind Grundsatzentscheidungen, Entscheidungen, die in unser alltägliches Leben eingreifen können, mitunter auch, dass die dann nicht vielleicht gerade ausgerechnet dann getroffen werden, wenn gerade alle damit beschäftigt sind, zu johlen wegen Toren und so, sondern dass die vielleicht dann erst getroffen werden, wenn die Leute die Chance haben, es mitzubekommen. Und zwar nicht nur mitzubekommen, sondern auch bewusst zu verarbeiten. Und ja, ich für meinen Teil, ich finde, das Sommerloch ist, sagt Karl Martin mal gesagt, das Sommerloch sei die Zeit, in der nichts passiert. Ich sag, das Sommerloch ist die Zeit, in der die entscheidendsten Dinge passieren, aber es keiner mitkriegt. Weil eben alle entweder im Urlaub sind oder bei Sportevents oder eben draußen oder eben irgendwo sich damit beschäftigen, was gerade bei Ihnen im Garten passiert. Und keiner mehr sich dafür interessiert, was passiert eigentlich gerade mit unserem Leben, mit unseren Freiheiten, die wir jetzt noch haben, die aber Stück für Stück womöglich mit irgendwelchen Gesetzen eingeschränkt werden, die dann wieder im Sommer beschlossen werden und wir uns dann im Winter fragen, wieso sitze ich im Knast, weil ich gerade ein Bild veröffentlicht habe, wo ich oben drauf geschrieben habe, genau wie Garfield und ein Typ dran sitzt, der Lasagne isst. Also, solche Sachen sind vielleicht mal nicht so unwichtig, auch mal wieder sich mehr darüber zu informieren. Und ja, ich finde es auch sehr wichtig, wenn jemand da draußen ist, der die Infos hat und der weiß, um was es geht, oder der einfach nur jemanden informieren kann, dass wir vielleicht auch mal anfangen, die Leute zu informieren. Und sei es jetzt nur, wenn wir es unseren Eltern erzählen und unseren Geschwistern und so weiter. Und dies dann wieder ihren Freunden erzählen, dann haben wir die Mundpropaganda und so werden die Nachrichten auch weiter verbreitet. Aber ich finde es nicht gut, dass wir mehr oder weniger alles stillschweigend hinnehmen. Drum, erhebt euch und guckt und sagt zumindest, wir wollen Nachrichten hören, wenn wir Nachrichten sehen. Ja, aber eigentlich, ja, und wir wollen Nachrichten sehen, wenn wir Nachrichten sehen, nicht nur irgendwelche Fußballberichte hören. Und meistens ist ja das Ding, dass viele werden, das, also was ich auch so ein bisschen blöd finde, ist, dass viele Nachrichtenjournale gerade mitten in die Fußballpausen fallen und da eigentlich keiner Lust hat auf Nachrichten und viele Leute sagen, ich gehe aufs Klo oder keiner Lust hat, den Kindern die Nachrichten zu erklären, was da gerade passiert und sagt, da mache ich die Nachrichten lieber aus. Und das finde ich einen Fehler, weil wir sollten nicht nur davon ausgehen, dass da irgendwie
Ja, wir sollten unsere Kinder auch vielleicht informieren über das, was da draußen in der Welt passiert. Kindergerecht, also wir sollten sicher keinen Kindern sagen, Vorsicht, da sterben Leute. So, aber wir könnten zum Beispiel sagen, da streiten Leute ganz doll. Das hilft, weil wir verlernen es, uns zu informieren und Interesse an Informationen zu haben, wenn wir mehr oder weniger nicht anfangen, unsere Kinder auch schon dafür also ihnen zu zeigen, dass man sich zu interessieren etwas Gutes ist. Etwas, wofür ich meinen Eltern ganz, 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 ganz doll verbunden bin, ist die Tatsache, dass meine Eltern mir immer gesagt haben, ich soll Fragen stellen, egal was es ist, weil ich kriege jede Frage beantwortet. Meine Mutter und mein Vater mussten sich so oft anhören, wieso erklärt ihr eurem Kind solche Sachen? Aber ich bin auch heute noch jemand, der sich unglaublich für alles Mögliche interessiert und auf alles Mögliche wissen will. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich jedes Mal, wenn ich irgendeine Frage gestellt bekommen hätte, nur gesagt bekommen, da bist du noch zu jung für, dann hätte ich, glaube ich, heutzutage kein so großes Interesse, mich zu informieren. Also informiert eure Kinder und informiert euch auch über Sommerlochzeit. Das ist mein heutiger Tipp. Ja, das war alles, was ich euch heute erzählen kann. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr das seht, oder eine E-Mail an die bell.readmindoutlook.com. Ihr könnt mir aber auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit und einen schönen WM noch. Wir sehen uns dann wieder nächste Woche. Bis dann. Ciao.